Der T-34 ist der bekannteste und ikonischste Panzer der Welt. Die zwischen 1940 und 1945 rund 50.000 hergestellten Stück machen ihn auch mit Abstand zum am meisten produzierten Panzer im Zweiten Weltkrieg. Bei der hier gezeigten Variante handelt es sich um den T-34-85, wie er zwischen 1944 und 1946 gebaut wurde. Dieser unterscheidet sich hauptsächlich durch seinen größeren Turm sowie der 85mm Kanone und den damit verbundenen Änderungen vom ursprünglichen T-34. Die sowjetische Panzerbesatzung des T-34-85 trägt die Standarduniform der sowjetischen Landstreitkräfte, bestehend aus dem Charovari M35 und der Gymnastiorka in der Ausführung ab 1943. Dazu Schaftstiefel und Schiffchen mit dem roten Stern als sowjetisches Hoheitsabzeichen. Die schwarzen Schulterklappen mit der roten Paspillierung machen ihn als Tankist erkennbar. Auch der Dienstgrad eines Gefreiten ist an der Schulterklappe ab 1943 abzulesen. Auf der Brust trägt er das Abzeichen herausragender Tankist, also herausragendes Personal der Panzerwaffe. Am Stoffkoppel mit Eindornschnalle trägt er ein Holster für die Tokarev TT-33 und die Panzerhaube Modell 1936 Sommerausführung. Diese schützte die Besatzung im engen Innenraum des T-34 vor Verletzungen und wird mit leichten Modifizierungen bis heute getragen. Ein weiteres begehrtes Stück innerhalb der Roten Armee war eine Armbanduhr. Hier eine erbeutete Dienstuhr der Wehrmacht. Über der eigentlichen Uniform wurde der ikonische schwarze Panzerwaffen-Overall mit Reißverschluss, Modell 1936, getragen. Durch den Overall wurden die Rangabzeichen auf den ab 1943 eingeführten Schulterklappen verdeckt, wodurch der Panzerkommandant für Außenstehende in Gefechtspausen schwer oder gar nicht erkennbar war. Wenn ihr euch für die Ausrüstungen der Sowjets im Zweiten Weltkrieg interessiert, schaut gerne beim Rotarmisten vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch da. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert diesen Kanal und vergesst die Glocke nicht. Bis zum nächsten Mal.